So, da sind wir wieder bei Terraria mit mir und dem German Let's Play. Heute haben wir Farbe gekauft, deswegen sind schon ein paar Kisten bunt. Ich habe hier so einen Pinsel in der Hand und kann ich Sachen anmalen. Und ja, wir haben die Farben. Und von meinen 5 Gold habe ich die Farbenmaschine gekauft. Und beim letzten Mal, wo wir aufgehört haben, habe ich noch ein Herz gefunden. Eine Sekunde nach der Aufnahme. So. Jetzt hat Manu zwar immer noch 200 Leben oder 220. 180 hast du? 180. Ja, dann haben wir beide 180. Na, wo siehst du? Happy End. Genau. Und wohin? Weiß ich nicht. Nein, Hilfe! Willst du jetzt da rechts und dann nach links? Ich weiß nicht mehr, wo was ist und meine Karte. Links waren wir letztes Mal. Ja, ich hab. Bei mir ist die Karte nicht erkundet, weil, ich ja die Karte noch nicht anhatte. Deswegen erkundet ist die Map für mich auch nicht. Okay. Deswegen habe ich nur das Haus hier. Wir gehen mal links lang. Von mir aus links über die Welt klettern wir. Okay. Mein Inventar ist zwar gerade recht vollgestopft, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal gekonnt, diese. Ich habe gerade alles geleert. Ich bin ganz, ganz leer. Was halt cool ist, wenn du jetzt nicht Magier machst, also Manu hat gerade überlegt, ob er Magier machen will. Wenn er nicht Magier macht, kann ich mir halt aus den Sternen sau viele gute Pfeile erstellen. Alter, Pfeile, WTF. Ja? Willst du mich verarschen? Ich bin Fernkämpfer. Willst du mich verarschen, du Wichser? Ja, aber doch keine Pfeile dafür nutzen. Ich brauch doch keinen Mana, what the fuck? Keine Dingens, meine ich, keine. Hä? Und sogar wenn ich Magier machen sollte, kannst du dir die Pfeile ja nur am Anfang nicht machen, weil so lange dauert das ja jetzt auch nicht, bis ich alle voll hab, oder? Doch. Nee, warte mal, lass mal ins rote Team gehen. Okay, rot. 900 Meter entfernt. 1000. Okay, ich töte keine mehr. Ich laufe nur noch. Du hast getötet irgendwas? Klar, alles. Okay. Darf ich die Map ausblenden oder erkunde ich währenddessen nicht? Ich schau mal. Bin ja jetzt mal gespannt. Ha, oh, hier so. Ist ein Stern. Doch, ich habe weiter erkundet, Gott sei Dank. Der ist wohl nach mir erst gelandet, der Stern. Sonst hätte ich den mit aufgesammelt. Du bist nicht zurückgelaufen deswegen. Na toll. Nee, der war noch nicht da, meine ich halt. Ach so. Huch, fährst du mal. Ah, hier ist noch einer. Ein Fallschaden sterben. Ha, ja geil. Aber es ist wenigstens gut, die Map erkundet zu haben. Hojo. Ich hab die Map schon erkundet. Da waren wir auch schon. Ich noch nicht. Na toll. Bist schon im Wasser oder was? Nee. Bin gerade in der Wüste und jetzt ist hier der Dungeon. Ach so. Wollen wir den Skelettboss probieren? Ja. Ja? Schaffen wir den? Ja. Nein. Wir müssen uns mal nach der Folge angucken, wie ein Bettrezept ist. Ihr braucht es nicht in die Kommentare schreiben. Nachdem wir ein Bett gebaut haben. Dann spawnen wir ja da immer wieder. Dann ist es ja nicht so, das Problem. Meine Pfeile sollten stark genug sein. Ich bezweifle nur, dass mein Leben stark genug ist, dass wir den überleben. Was war die Max-HP? 200, ne? Ja. Nein, 400. Zwei rein. 400? Alter, wie viele Herzen müssen wir denn noch finden? Krass. Ja, komm mit. Ja, der Doof ist, ich kann doch nicht rennen. Deswegen bin ich so lahmarschig. Ach so. Ich kann das noch nicht. Aber ich habe jetzt schon 3 Sterne eingesammelt. 4. Ich habe einen Hai getötet. Okay. Ich hoffe auf den Rare Drop, den Taucherhelm. Die Haie droppen nämlich Taucherhelmse. Ach, wofür brauchst du die denn? Dass ich tauchen kann? Das war jetzt auf mich bezogen. Oh nein, Manuel macht wieder Wasser rein. Manuel, hör auf, Wasser in das Loch reinzumachen. Da habe ich halt einen Fetisch. Mann, lass mich doch mal leben. 600 Meter bis zum Ziel. Ich bin vorher schon ertrunken und tot. Nein. Nein? Nein. Hey, was kommst du dann wieder hier hin mit dem Bett? Lol. Oder wie? Man kann hier nicht cheaten. Oh nein, ich ertrinke. Oh nein. Ich würd gern Wasser da runter. Goldmünze. No, was würdest du? Hast du Goldmünze verloren? Warum das denn? Weil ich ertrunken bin. Ja, aber warum hattest du denn Geld dabei? Weil ich dumm bin. Oh. Weil ich da vorher noch Zeug gekauft habe. Oh, ich habe noch eine Goldmünze. Ha. Habe ich das Spiel voll genutzt und ich habe noch ein paar Sachen, die ich verkaufen wollte.
So, jetzt haben wir auch irgendwie spontan... Ich hatte den Server nach im Nachhinein noch angelassen, deswegen wohnen hier auf einmal 1000 Leute drin, die wir noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel unser Händlerfreund ist da, wo man den Minenhelm für 8 Gold kaufen kann. Wäre lustig, wenn er... Achso, den kann man holen, okay. Wäre lustig, wenn man dann irgendwie das Haus voller Korruption hätte oder irgendwas krasseres passiert wäre. Und das fändest du jetzt wieder lustig. Ja, finde ich toll. Ja, toll, dann töte mich jetzt auch. Was soll denn das? So, und ich kann mir jetzt hier in der Farbmaschine, die hier im Hintergrund steht, kann ich mir Farben herstellen. Zum Beispiel die hier und die kann ich dann hier drüber legen. Bin tot. So, jetzt bin ich hässlich. Ja, die eigenen Innereien. Jetzt bin ich hässlich bunt. Hip hip hurra. Der Manu sagt, ich darf mir nicht diese... Warte. Das sind die stärksten Pfeile, aber die ich herstellen könnte mit den Schwertdernen. Ja, kein Wunder. Ist doch voll die Verschwendung. Okay, dann 2 Mana-Kristalle. Ey, du bist doch gar kein Magier. Vielleicht doch. Ich bin Fernkämpfer, du bist Nahkämpfer. Ha, ich mach einfach alles. Nein, bin ich gar nicht. Da ist mein magischer Boomerang. Ja, genau. So, wohin? Jetzt sag du was, was du machen möchtest. Warum sind wir dann gerade bitte nach links gelaufen? Weil ich die Karte erkundet haben wollte. Oh, das hätten wir dann noch gemacht, wenn wir da Dungeon gemacht hätten. Ja, wir brauchen ja aber so ein Sägebank-Ding. Und? Da ist der Dungeon, okay. Ah, ja. Ja, ich nehm mal Holz und frag mal den Guide, wie man das herstellt. Okay. Ich denke mal, man kann Marshmallow on a Stick machen? Marshmallow on a Stick heißt sogar so. Braten Sie über dem Lagerfeuer. Setz dich ans Lagerfeuer. Ich frage einfach mal nicht, wo man ein... Das Lagerfeuerlied. Ein Piano, ein Bett. Mit Holz und Seide. Piano, ja. Seide stellt man... Ach ja, wir müssen Seide herstellen. Und Seide stellt man am Webstuhl her. Und für den Webstuhl brauchen wir für 12 Holz. Oh, Eskimo-Hut. Cool. Hatten wir schon mal eine Eskimo-Hose gefunden? Nee. Hä? 12 Holz? Ich kann aber kein Sägewerk herstellen. Danke, Guide, für die tollen Tipps, wie man Zeug herstellt. Da gab's irgendeine kleine Bedingung, die noch fehlt. Was braucht man denn noch für einen Webstuhl? Hilfe. Wir haben einen Amboss, eine Werkbank und einen Ofen. Mann. Ah, verdammt. Uns fehlt die Hose. Mir fehlt die Hose. Ja. Ich fahr mal eben. Die Eskimo-Zombies? Ja. Okay, und ich überlege weiterhin. Hä? Wie dumm ist das Spiel? Warum sagt es eigentlich, womit, was man dafür braucht, um das herzustellen? Ah doch, okay, sagt eigentlich erforderliche Objekte. Sägewerk, okay. Sagt es doch. Gut. Gutes Spiel. Gerade nochmal gerettet. Ich hab dich nicht schon beleidigt, bevor ich es überhaupt wusste. Sägewerk. Keiner da, aber ist ja klar. 2 Eisen, eine Kette und 10 Holz. Eine Kette haben wir, 2 Eisen brauchen wir noch. Das könnte in unserer Erzekiste. Silberbarren. Nö, wir haben kein einziges Eisen. Doch. Unten. Unten? Stimmt, oder? In der zweiten Kiste. In der zweiten? Kein Eisen. Leadohr 99. Silbererz. 9. Oh. Wir haben bisher noch kein Eisenerz gefunden. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Die epische Quest, die epische Suche nach 2 Eisenbarren. Die in unserem Haus stehen, sind gecheatet. Die dürfen. Scheiße. Okay. Ah, ich bin gerade am Schleckern hier. Am Schleckern bin ich. Die 2 Eisenbarren, die in unserem Haus sind, die sind gecheatet, die dürfen wir nicht nehmen. Die sind nur dekorationsmäßig da. Oh, Hacker. Aua. Das ist nur so viel Schaden. Von einem Schleim. Da ist nichts. Da kennst du das, wenn du dir Brühe machst und zu viel reinpackst in die Tasse? Nein, ich mach mir selten Brühe. Oh. Oh. Mach auf, Manuel. Wieso geht da mein Boomerang durch? Ich mach einfach auf. Lol, voller Hacker. Voll Hack. Ah, ich bin blind. Boah, voll der Lag. Ich leuchte. Komm, Manuel, wir töten sie jetzt alle. Ja, cool, wenn wir TNT holen, können wir eigentlich auch den Wurmboss auch schon angehen bald.
beziehungsweise schon mal eine der Kugeln aufspringen. Ja. Hier waren wir noch gar nicht. Nee. Also ich. Nö, wir beide nicht. Oh! Hilfe! Einfach alles wegschlagen. Das Skelett hat einen verdrehten Kopf. Ah, ist ja nichts Unnormales. Kannst du mal. Oh, da ist so ein Pilzbiom. Oh, guck das an. Oh, ist das. Hujo, ey, was findest du Tolles? Ah, ja! Was gab's Schönes? Warte. Hilfe. Du hast die Flossen. Du kannst auch hochschwimmen. Ja, ich weiß. Ja, ich wollte. 2 Gold waren da drin. Dann, ein Höhlenforschertrank, den wir unbedingt haben wollten, weißt du noch? Ja. Das waren noch Zeiten. Dann 31 Domino-Pfeile, hier. Das sind die, die man aus Sternen herstellt. Und dann noch ein Dynamit. Alter! Ach, du hast einen Felsen Alter! Der einfach vor einer Druckplatte die ganze Zeit steht. Wie geil war der denn bitte? Ich habe eine Goldmünze von dir aufgehoben. Ja gut, haben wir doch gut geteilt. Und dann noch ein Dreizack. Mit 11 Nahkampfschaden. Ah, ja, das ist geil. 9 kritische Trefferchance. 10% mehr Schaden, 5 kritische Trefferchance, 15 Rückstoß. Das Dynamit, was du da rausgeworfen hast, ist von dir, nehme ich mal an. Ja. Das werden wir jetzt benutzen, um uns nochmal vielleicht einen coolen Gegenstand zu holen. Im roten Gebiet, was irgendwie noch nicht auf unserer Map war bisher. Oder haben wir das rote Gebiet gefunden? Nee, ne? Vielleicht müssen wir eine zweite Welt noch machen. Okay. Komm mal wieder hier runter. Ja. Warte mal auf dich. Ich boome. Können wir da noch raus, weiter rauszoomen? Ja, so mache ich mal. Dass man auch wirklich Manu aus der Entfernung schon ankommen sieht. Was bist du? Hä? Bin ich falsch? Okay. Ich bin falsch. Rechts neben unserem Haus in die grüne Höhle. Ach, rechts. Oh nein. Ich glaube, wir werden links in die erste Höhle rein. Nee. Da fährst du doch extra eine Map. Ja, ich dachte, von hier aus kann man noch dahin. Kann man wahrscheinlich auch. Okay, warte mal. Dauert nicht lang. Ich kann mich ja hochgucken. Boah, wie freue ich mich auf die verkackten Flügel. Da ist er. Da klettert er gerade hoch. Bist, wenn du mal auf die Map drückst auf M und dann guckst du... Nein! Oh! Egal, Abkürzung. Wollte ich. Ich konnte meinen Hooker aber auch nicht mehr nehmen. Einen Hooker. Weil ich gerade komplett nach oben geschossen hatte. Welcher der Abonnenten will mir eine Massage geben? Mein Hals tut weh. Oh ja! Oh ja! Rufe jetzt an und entscheide dich für... Symbol. Symbol. Der Manu, der braucht voll lang, der streckt die Folgen voll. Ich bin jetzt noch nicht. Ich meine, wir überziehen jetzt, weil der so lange oft gestorben ist und ich hier nur rumstehe. Genau. Das macht ja Sinn. Komm, Manuel, komm. Rufe. Wir gehen jetzt nach oben und suchen uns ein Pokéball. Alter! Komm, ich hab nichts gesehen und bin dann einfach reingesprungen, wollte mich weggucken, bin aber gestorben. Hä? Was ist das denn für eine Korruption? Ich hoffe, hier ist noch ein zweites Korruptionsloch sonst. Der war gut. Ah, da ist noch ein zweites Korruptionsloch, okay. Hä? Manu! Unsere Korruption ist leer. Hä? Ja, in den Korruptionslöchern sind nicht die Kugeln. Okay. In 2 zumindest schon mal. Unsere Welt ist nicht korrupt, ja! Korrupt ist sie schon, aber... Nein! Die magischen Zauberbälle sind nicht da. Korrupt ist hier sieht's gut aus. Ich komme. Da sind 500 Zombie-Altherr, Dämon-Altherre, ach keine Ahnung wie sie heißen. Geht mal weg. Hier unten ist doch noch so ein Altar. Ich will ja keinen Altar, ich will ja die Kugeln. Doch, du willst einen Altar. Altar. Was soll denn das? So. Hä, hey, bist du gar nicht da oben, oder? Nee. Nee, ich bin 2-3 Löcher. Raus. 2-3 Löcher weiter. Geht's nicht raus. Ja. Ich sehe schon. Ja! Perfekt. Ich habe wieder was für mich bekommen. Oh. Wir können schon merken, dass die erste von. Jetzt kommt, zieht bald der Waffenhändler bei uns ein. Dann brauche ich wieder Geld. Ist die Waffe nervig. Ich habe eine Muskete bekommen, aber nur mit 30 Schuss, glaube ich. Deswegen lohnt die sich hier noch nicht. Hier war ja gar keiner drin. Ich bin in einem leeren Loch. Ja, richtig. Das volle Loch ist hier drüben. Ich markiere es mal mit Fackeln, dass wir auch uns merken, dass das volle Loch ist. Oh ja, das volle Loch.
Wie viele Fackeln habe ich denn? Ah, noch 11. Hilfe. Okay. Gut. Dann haben wir wenigstens schon mal einen kleinen Fortschritt. Ich zeige auch noch mal gerne die Muskete. Ah, ich bin da. Hallo. Hallo, Mr. Neptun. Da unten drin. Alter, übertreibt doch mit den Fackeln. Ja, wir müssen doch wissen, dass wir hier rein müssen. Das ist die... Ah, meine Muskete. Okay, daneben Pfeile. Nein, ich habe rausgeklickt. Gut. Ah. Auf jeden Fall war es das mit diesem Part Terraria. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wahrscheinlich noch mehr von den Kugeln vielleicht kaputt machen oder den Skelettboss herausfordern. Mal gucken. Also eigentlich bin ich gerade dafür, dass wir Eisen suchen erstmal, bevor wir überhaupt irgendeinen Boss töten, außer das Auge. Ich kann ja dann den Trank aktivieren. Hilfe. Ja, genau. Dann aktiviert Manu den Trank, dann seht ihr den bei dem und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Töte es, Manu, töte es. Ja. Ich mach den platt.